Ja, Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem YouTube-Video. Auf jeden Fall, ich muss euch kurz was beichten. Wir haben heute Matheabschlussprüfung. Katastrophe. Ich will gar nicht weiterreden, Leute. Das soll auch kein Vorbild sein oder so, ne? Okay, nein, Spaß beiseite, Leute. Ich sitze jetzt hier. Ich habe gerade gebetet, Leute. Und ich gehöre heute noch zum Fitness. Und seid mal ehrlich, Leute, ne? Wie läuft bis jetzt Ramadan bei euch? Ich hätte jetzt gesagt, schreibt mir in die Kommentare. Aber da YouTube ja so korrekt ist und meine Kommentare deaktiviert hat. Und jetzt können wieder alle kommen, nee, du hast die selber deaktiviert. Nein, Leute, ich habe die nicht selber deaktiviert. Weil das nur mein YouTube-Kanal selber schadet, wenn ich die Kommentare deaktivieren würde. Weil dann meine Videos nicht so eine Reichweite kriegen würde. Und zudem bin ich nicht der einzigste YouTuber, bei dem das auch so ist. Wir chillaxen jetzt, heute geht's noch zum Fitness. Ich bin tot, hört mal meine Stimme, Alter! Auf jeden Fall bin ich genau jetzt rausgegangen, Leute, ne? Und immer, wenn ich jetzt, sag ich jetzt mal, ist kein Vorurteil, aber wenn ich zu meinen Kanakenkollegen sage, ey Jungs, seid dann und dann von meiner Haustür, sind die wirklich dann und dann von meiner Haustür. Und der Typ, ne, der ist also wirklich 100% deutsch, ne? Und ich denke mal, der müsste jetzt auch zu 100% pünktlich sein, aber ich stehe hier gerade, der hat mir geschrieben, komm raus. Und hier ist tatsächlich niemand. Also ist wirklich der erste Deutsche, der unpünktlich ist. So, Friends, auf jeden Fall sind wir jetzt hier gleich vor Yassins Haustür, wir verarschen den mal ein bisschen. Fahr mal vor, Bruder, fahr mal vor, ich rufe mal Yassin an. Mal gucken, was der sagt. Ich hab das Gefühl, ich bin der Einzige, der hier pünktlich ist. Deine Fresse! Bei Gott! Du musst immer vor deinem Haustür warten, bis du rauskommst. Hast du mal vor, runterzukommen oder hast du Geburtstag heute? Wie, jetzt schon? Ja, wir sind vor deiner Haustür. Junge, ich hab noch 5 Minuten frei, du meinst dir nach. Ja, ist doch egal, Junge. Jalla, komm mal runter jetzt. Ja, ich pack meine Tasche und komm, Jalla. Ey, Mann, Alter, beeil dich mal, lo. Ja, mach doch. Jalla. Ey, Bra, ich muss mich eine neue Kameraposition, Winkel. Ich muss hier oben sitzen, Bra. Ich muss hier oben sitzen, weil ich muss alles perfekt aufnehmen hier oben. Ey, übertreib nicht, Bruder, ne? Ey, soll ich hier runterfliegen, Bra? Hast du ein dickes Problem, sag ich dir jetzt schon. Ey, warum willst du, dass ich runterfliege? Warum willst du, dass ich runterfliege? Netflix, ne? Ey, jedes Mal, wenn er einsteigt, Bra. Ey, hör mal auf. Hör mal auf, Bra! Niklas! Hör mal auf, Bra! Ey, hup mal ein bisschen, dass er rauskommt. Wallah, sein Vater wird ausrasten. Kennt ihr jetzt, wenn eure Freunde vor eurer Haustür hupen? Hup mal einmal. Hup weiter, dann beeilt er sich. Ich schwöre, so ist er. Schuh! Ich bin, Digga, ich hab solche Hamsterbacken. Warum? Was los? Operation. Jalla, steig ein. Jalla. Schuh, jalla. Du Hund? Ey, du hast das machen. So schlecht gemacht. Du sagst, er sagt, ich weiß, wie das geht. Er sagt, er kann das. Ihr habt alle gesehen, wie er reingeschissen hat jetzt. Weißt du, er hat reingeschissen, Alter. Du reingeschissen. Bruder, ich weiß, ich provoziere dich gerade so dolle, ne? Also ich nehme das so auseinander, er wird nicht einsteigen können, ich werde die ganze Zeit losfahren und so. Er sagt, ich kenne mich so aus, guck, wie er reingeschissen hat. Er macht einen auf den, er sagt immer so, ich weiß, was ich zu tun habe. Wie er reingeschissen. Niklas! Guck diese aggressive Gesichter. Kackst du immer so rein, Bruder? Auf die Sack. Aber kommen wir nun zu dir, Bruder. Komm, wir mal sehen, was ist das für ein Gesicht? Nein. Was ist das für Hamsterbein? Balance! Oder? Die sind angeschwollen wie sonst was. Mhm. Aber jetzt mal Real Talk, ne? Wie schlecht war das von dir? Gerade? Er macht wegen so schlau gegen das mit dir. Nein, du hast es einfach dumm gemacht, nicht er hat schlau gemacht. Auto drinne. Ja, du, dann müsstest du vorher losfahren. Wie wirst du den Führerschein eigentlich bekommen? Ey, ihr wisst Bescheid, wie man jetzt trainieren, Mann. Mal Yassin Tar, komm mal her, bra. Lass dich mal drücken, eine Runde, bra. Was ist los? Wo waren wir gerade, bra? Bruder, wir waren gerade echt hart trainieren und trotz Fasten, Bruder, bist auch du? Ja, Bruder, ich bin echt tot, Mann. Davor schon. Sag mal du. Entzugsgefahr des Jahrhunderts. Sag mal, auch mal. Los!
ich habe eine offene Wunde im Mund und deswegen, also das. Nein, Bruder, du. Eigentlich habe ich das gar nicht. Eigentlich habe ich das nicht mehr feierlich, was aus deinem Mund rauskommt. Bruder, warte mal, ich muss kurz reden, weil wie komisch das ist, wieder hier mit dir in der Kamera zu sein. Ja, Bruder, das ist auch für mich komisch, Digga. Also, aber du bist immer noch drauf wie früher. Meine Backe ist echt angeschwollen, oder? Ey, Bruder, Ramadan und wir haben so gute Laune. Ey, gewöhnst du dich auch langsam dran? Ja, sag ehrlich so, es ist wie jedes Jahr, Mann. Der erste Tag ist der schwerste von allen und danach geht alles rum wie nichts. Ja, Mann, auf jeden Fall, wir treffen jetzt gleich mit meinem Bruder, wir werden alle zusammen Iftar machen. Dann nehmen wir euch auf jeden Fall noch mit. Und dann Euroleague. Euroleague gucken, Frankfurt Chetty, wisst Bescheid. Unser deutscher Bruder im Islam natürlich. Der fastet auch heute. Der fastet natürlich nicht. Auch heute. Nicht. Aber Bruder, er respektiert das, also er trinkt und isst vor uns nicht. Also man kann sagen, er hat gefasst, er hat nur gefrühstückt heute, dann hat er nicht gegessen, getrunken vor uns. Ja. Und heute Abend essen wir auf jeden Fall zusammen, ne Bruder? Machen wir. Safe, safe. Ja, was wollen wir? Ey, Pizza macht so oder so immer satt, aber natürlich die billige. Angebot Pizza. Die Angebot Pizza. 3 Euro Angebot, ne? Nein, 1,99. Komm mal hier, 1,99. Guck mal. Wir haben den Typen nafritisiert. Nafritisiert. Immer billig, oder? Immer billig kaufen. Guck mal hier, 3 Pizzen, Digga, 1,99. Ja. Inshallah, die wird eingepackt. Margarita aber natürlich, ne? Aber guck mal, der Typ kauft sogar kein Schwein mehr wegen uns. Okay. Bruder, was für 2, Mann. Ey, es gibt die billigste noch gar nichts, Bruder. Nicht Salami, Bruder. Hier, Bruder. Komm, Thunfisch. Chill, Bruder. Thunfisch. Chill, Bruder. Thunfisch. Chill. Thunfisch. Chill, Bruder. Thunfisch. Chill. Sag mal, Thunfisch. Zum Schluss sind wir noch eine. Alle Angebot, wir haben nicht so viel Geld, Leute. Ne? Yasin, zeig mal deine Batzen. Soll ich eigentlich die Batzen raus? Hol die Batzen raus, Bruder. Okay, Bruder. Weil die Leute wissen noch gar nichts. Yeah. Way, yo. Bruder. Soll ich dir meine Batzen zeigen, Bruder? So, Friends, am Start alles eingekauft. Habibis. Yasin, alles eingekauft. Warum trägt der Typ nur eine Pizza und ich so viel? Du wurdest nachkritisiert. Ey, nimm mal eins, meine Cola fällt nicht runter. Natürlich Billig-Cola. Hier, Bruder. Hör mal, ey. Du bist so doof, ne? Ey, wie kann man so dumm sein? Ja, heb doch auf, ich nimm's nicht, Pech gehabt. Voila, Pech. Wie soll ich das halt tragen, bitte? Wenn hier meine Cam in der Hand ist. Viel Spaß. Voila, ey, Bruder, ey. Ey, pack ein. Ja, mach mal auf jetzt. Yalla, Chuya, otrol. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. Leute, es ist gerade 3 Uhr. Ich musste mir einfach eine Decke um mein Ohr binden, weil der Typ hier, Mohammed Karim Amiri, einfach so schnarcht wie ein Bär. Das ist wirklich nicht mehr feierlich. Hey. Ich bin so müde, oder? Jo. Der macht einfach gar nichts. Ja. Er ist ein Stein. Ich weiß nicht, Felix. Bro, wir haben jetzt einfach gerade 3.28 Uhr. Ja. Ich bin platt wie eine Flunder. Bis 3.35 Uhr, glaube ich, ne? Morgen 7 Uhr aufstehen. Ein bisschen voll tanken, das Wasser wegexen, 7 Uhr aufstehen, ab zur Schule. Das geht gar nicht fit. Ja. Und der Typ, ihr habt doch vorher gesehen. Er muss um 6 Uhr zur Arbeit. Ey, ihr habt doch vorher gesehen, wie ich ihn mit dem Kissen abgeworfen habe, ne? Er liegt immer noch in derselben Position wie vorher. Ey. Und das Kissen liegt immer noch da hinten. Warte, ey. Oder wenn ich schlafe, Bruder, ne? Mein Bein so. Ja, das ist gut. Niklas. Alter, wie kann man denn so schlafen? So, Freunde, auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg zum Bus. Ich gehe zur Schule, Yasin geht zur Arbeit. Bruder, freust du dich? Nee, Bruder, ich bin tot. Oh, ich bin auch richtig platt, Mann. Ey. Aber wir haben uns gut satt gegessen. Wollen wir kurz erzählen, was gerade passiert ist? Nein. Lass doch einfach erzählen. Nein, Bruder, das geht nicht. Das ist witzig. Er sieht das Video doch eh nicht. Nein, egal. Walla, doch. Bruder, man weiß nie, dann seine Kinder oder so. Lass doch einfach erzählen. Nein. Leute, wenn ihr wüsstet. Nein. Wenn ihr wüsstet. Vielleicht irgendwann, Bruder. Aber nicht heute, Walla. Okay, Leute, ich würde sagen, wir beenden hier das Video. Wenn ihr Bock habt auf den nächsten Vlog, dann lasst natürlich einen Daumen hoch da. Also, wenn ich sagen, ich gehe jetzt zur Schule, Leute. Boah, ich hab gar keinen Bock. Links. Nein, mein Bus fährt nicht kurz zum Museum. Doch? Nein!
Außerdem haben wir noch Zeit. Okay, Leute, ich würde sagen, peace out und haut rein.